Und damit willkommen zurück auf Spoilerwarnung, wo der Name Programm ist. Heute reden wir über Supernatural und zwar alle Staffeln. Allerdings auch Punkte, die eher nicht so gut ankamen, zumindest bei den meisten Zuschauern. Wir werden euch hierbei 10 Punkte vorstellen, beziehungsweise Szenen, beziehungsweise Folgen oder Character Arcs, die teilweise kürzer, teilweise aber auch über eine ganze Staffel erstreckt wurden. Und erklären, warum diese unbeliebt waren, beziehungsweise warum wir diese vielleicht sogar gut finden. Das Ganze ist natürlich hierbei nicht nur unsere persönliche Meinung, es ist vor allem mal die der Community. Also gerne zu jedem Punkt auch ein Ja oder Nein schreiben, ob ihr es mögt oder nicht und gerne weitere Punkte. Wir haben hier auch eine Liste aus dem Netz, wir werden wahrscheinlich auch eigene Punkte raussuchen und auch eure Punkte, wenn ihr sie in die Kommentare schreibt. Checkt auch unser Instagram ab, da kommt auch regelmäßiger Content und auch die Supernatural Playlist. In diesem Sinne fangen wir direkt mal an mit einem Punkt, den ich persönlich mochte. Und zwar die sogenannte Leviathan-Story. Die Leviathane waren eigentlich sehr cool als Gegner. Ich meine, man hatte hierbei einige coole Momente. Man hat hier auch die Prophetengeschichte vorangetrieben. Man hatte einen sehr coolen Bossgegner mit Dick, der auch mit Crowley gut interagiert hat. Er hat aber auch Bobby umgebracht, muss man sagen. Und unabhängig davon wurde hier Charlie aber auch eingeführt. Also es ist ein Punkt, den ich nur so teils verstehe. Ich glaube, viele fanden hierbei die Leviathane eher langweiliger, da man davor halt den Soulless Sam Arc hatte in der 6. Staffel und auch die Familie mal ein bisschen so ausführlicher erklärt hat und davor halt die besten Staffeln mit unter der Serie. Aber es ist halt ein sehr schweres Kreuz, was die Staffel hier tragen muss, da sie halt die besten Staffeln als Vorgänger hat. Dennoch meiner Meinung nach einer der besten Staffeln und ich persönlich mag sie sehr gerne. Dennis macht jetzt weiter mit dem nächsten Punkt. Dann haben wir jetzt genau den nächsten Punkt und zwar geht es hier um Becky. In Staffel 7, Folge 8 kehrt sie zurück, nachdem sie in Staffel 5 eingeführt wurde mit dem lieben Chuck, Shirley. Und ja, hier in dieser Folge ist es so, dass es dann eher so eine einmalige Episode, in der es mehr um den Comedy-Aspekt geht, denn sie druckt tatsächlich den lieben Sam Winchester. Sammy wird in Anführungszeichen gefügig und heiratet sie in dem Fall, weil er nicht anders kann. Sie bringt ihn dazu, ihn zu heiraten und das kam nicht so gut bei den Fans an, weil die auch eben sehr, sehr eingefleischte Sam und Dean-Fans sind und gerade bei solchen Sachen, wenn es irgendwie um Chips geht, sind die da schon so ein bisschen krasser drauf und mögen es nicht, wenn dann so ein Charakter wie in dem Fall Becky ihn dazu zwingt, mit einer Art, ja, Flüssigkeit oder mit einer Droge in dem Fall, ihn dazu zu bringen, sie zu heiraten. Und da wird das Ganze alles ein bisschen allergisch, da sind die nicht gut drauf zu sprechen und daher kam die Folge nicht gut an und hat bestimmt den einen oder anderen ziemlich aufgeregt. Als nächstes reden wir über Bobby. Ich habe bereits gerade erwähnt, der starb in der Staffel mit den Leviathanen, im Mid-Season-Finale war das, meine ich. Bobby kam aber wieder und zwar nicht nur in der zweiten Erde, nein, er kam tatsächlich auch als Bobby zurück. Also der Bobby, der auch der Ziehvater der Jungs war. Viele mögen einfach das Comeback von Bobby nicht, da er halt als Geist die Kontrolle verlor und allgemein auch einfach sein Tod ein wenig bedeutungsloser wurde dadurch. Er blieb aber tatsächlich tot, das muss man hier auch erwähnen. Also ich finde den Punkt nur so semi-schlimm, aber hat im Endeffekt eine gewisse Rolle auch gehabt. Und es war sinnvoll erklärt mit dem Flachmann von Dean, der halt eben früher Bobby gehörte, der als Erinnerungsstück halt da war. Und ich finde, er hat ihnen auch hier und da gut helfen können, halt einen Tod, den man nutzen konnte, weil, naja, Jeffrey Dean Morgan immer zu nutzen oder auch Mary war halt da nicht immer so möglich und man hatte auch eine bessere Verbindung zu Bobby, also das fand ich okay, aber ich verstehe es. Und ich würde ja auch so ein bisschen dem Bobby, der später dazu kam, dazu zählen. Das fanden wir persönlich auch vom Team jetzt nicht so cool tatsächlich, weil Bobby einfach overused wurde irgendwann und es war einfach nicht mehr dieser coole Charakter, der er mal war. Unser Tod war auch sehr emotional aufgebaut und hat gehittet und ich finde, das hat man damit ein bisschen kaputt gemacht, auch dass er eine Affäre mit Mary hatte. Ich meine, es passt irgendwo, weil Ziehvater und ihre Mutter, aber es ist ein bisschen weird und wir hätten es nicht gebraucht, aber auf jeden Fall gibt es da schlimmere Punkte. Definitiv richtig und nachdem die ersten drei Punkte alle von Staffel 7 gehandelt haben, geht es jetzt weiter mit der direkten Fortsetzung, und zwar die erste Folge von Staffel 8. Denn hier gibt es auch wieder einen Zeitsprung, Dean ist weg und Sam hat tatsächlich jemand anderen gefunden, und zwar Amelia. Und das war ein Charakter, der auch nicht sehr gemocht wurde, weil das ganze Konzept zwischen Sam und Dean darauf beruht, dass die beiden sich halt in dem Fall zurückholen oder halt wirklich füreinander kämpfen, um den anderen irgendwie wieder am Leben halten zu können. Und Sam hat es hier das erste Mal überhaupt nicht getan und das kam halt nicht sehr gut an. Einerseits verständlich, warum, weil man es an dieses Konzept gewöhnt, man möchte auch, dass es so weiter bestehen bleibt. Andererseits muss man aber auch sagen,
es macht ja schon irgendwo Sinn, dass er irgendwann versucht, diesen Kreislauf zu durchbrechen und dann zu sagen, okay, jetzt ist Ende. Ich meine, am Ende von der ganzen Serie war es ja im Prinzip mehr oder weniger das Gleiche. Dean war tot und dadurch in dem Fall hat Sam sein Leben weitergeführt. Und hier war im Prinzip schon der erste Versuch für das spätere Ende. Jetzt reden wir über eine Folge, was im Endeffekt eigentlich ein eigenes Spin-off hätte werden können. Aber die Supernatural-Fans mögen das nicht so bei anderen Serien wie Vampire Diaries oder auch The Walking Dead. Lieben die meisten Zuschauer die Spin-offs oder auch bei Serien wie dem Arrowverse, da hat man auch 1000 Serien. Supernatural-Fans sind nicht so, die mochten auch The Winchesters nicht. Aber hier muss ich sagen, haben wir eine etwas andere Story. Wir haben hier die Bloodline-Story rund um David Lasseter, einen Shapeshifter, wer hier Originals kennt, Cole Michelson, sein Schauspieler, hat man hier bestimmt auch erkannt. Und es geht hier darum, dass in Chicago 5 Großfamilien, Monster-Families quasi, einen Konflikt haben. Und das ist eigentlich eine sehr coole Story mit viel Drama, mit Liebe, mit Hass, mit Familienhintergründen. Es ist im Prinzip halt ein wenig wie Originals, wer es kennt. Und eigentlich wäre es eine sehr coole Idee, meiner Meinung nach. Aber die meisten brauchen Dean und Sam und auch Cass. Und die wollten das halt nicht sehen und fanden es ein bisschen awkward. Ich persönlich kann es absolut verstehen, dass man es nicht mag. Aber es wäre definitiv absolut meins gewesen. Und ich glaube, viele hätten es auch gemocht. Aber leider, leider kann man nicht so ein bisschen wegkommen von Dean und Sam. In dem Fall, das ist leider zuschauergebunden einfach nicht machbar. Ist ein bisschen schade, wie ich finde, aber hat sich im Endeffekt dann doch sehr, sehr stark abgezeichnet. Das hat aber auch andere Spin-Off-Ideen halt mit einbezogen, wie Weird Sisters beispielsweise. Also ein Spin-Off geht halt nicht, wenn der beliebte Charakter hierbei nicht im Fokus ist. Da kann es halt ein Crowley sein, ein Sam oder ein Dean. Das ist relativ Wayne. Aber einer von denen muss dabei sein, sonst geht es nicht. Und ja, das ist leider, leider, leider ein Problem hierbei. Aber gut, das ist halt einfach den Fans geschuldet. Eure Meinung gerne dazu. Dann geht es jetzt um einen Tod eines Nebencharakters und zwar in Staffel 10. Die Staffel, die generell den Tiefpunkt der ganzen Serie ableitet und erst danach gab es wieder so ein paar Ups und dann auch wieder ein paar andere Downs. Aber hier ist ein Charakter gestorben, der generell sehr beliebt war und zwar geht es hier um Charlie. Sie wurde dann am Ende umgebracht und dadurch ist dann in dem Fall die Wut bei unserem lieben Dean Winchester entbrannt und er hat die Steins umgebracht. Und generell waren es so ziemlich die schlechtesten Feinde, die es in der ganzen Serie gab. Und sie war ein sehr beliebter Charakter, sehr sympathisch, hat denen immer geholfen über die letzten 3-4 Staffeln hinweg. Und daher war es cool, sie immer wieder zu sehen. Und dass sie dann echt so brutal hier umgebracht wurde, war auf jeden Fall für viele Fans doch ein kleiner Schlussstrich. Und viele waren davon sehr, sehr geprägt worden. Tatsächlich war das bei mir auch so, dass ich bei Staffel 10 einen kleinen Cut gemacht habe, weil mich da viele Sachen gestört haben. Jetzt nicht nur die Family Stein oder halt auch, dass er tot starb. Es war das Gesamtpaket, das hatte viele coole Ansätze, hat mich aber sehr gestört. Ich muss aber sagen, es ist nicht unbedingt die schlechteste Staffel, vielleicht ist 12 schlechter, aber 10 ist schon sehr schlecht. Aber, wenn ich gerade schon 12 erwähnt habe, wir sind jetzt bei Staffel 12 unter Leans Tod bei einem Hellhound. Naja, Höllenhunde waren mal sehr overpowered, später war es anscheinend für die meisten Fans jetzt nicht wirklich gerechtfertigt, dass sie als wichtiger Charakter und einer der wenigen Frauen starb, vor allem nachdem bereits Charlie weg war. Ähnlich wie Charlie kam sie aber auch zurück später und es wird auch stark impliziert, dass sie auch so gesehen Dean Juniors Mutter ist, also Sams Frau, nach Deans Ableben, also die hat noch Spotlight bekommen, aber ich kann schon verstehen. Es ist ähnlich wie bei Charlie, man hat eine coole Powerfrau und die stirbt dann. Mary ist ja auch gestorben um den Dreh, also im Endeffekt war es halt schon etwas Ärgerliches. Muss aber zugeben, dass ich jetzt nicht wegen ihr, ehrlich gesagt, aufgehört hätte, weil ich sie nie so sehr mochte. Da war Charlie schon mehr ein Problem, aber Staffel 12 an sich war schon sehr schlecht und ich verspreche euch, wir kommen noch auf 12 zurück. Dann geht es nämlich jetzt auch wieder um genannte Staffel 12. Und zwar das Finale, in dem Fall unser lieber Jack geboren wird. Und für viele war das Ganze alles nicht mehr so richtig Supernatural-mäßig. Vor allem, was dann danach folgte, dass die beiden Winchester-Brüder sich um ihn kümmern, das hat sich für viele nicht mehr richtig angefühlt und da sind auch viele ausgestiegen. Einerseits verständlich, weil es wurde alles geändert, das ganze Konzept wurde geändert, die Dynamik zwischen den ganzen Charakteren wurde geändert, aber gerade das hatte Supernatural auch gebraucht. Eigentlich war es schon zu spät dafür, es hätte viel früher schon anstarten müssen mit einem neuen Konzept, aber trotzdem finde ich es gut, dass sie es versucht haben, das irgendwie ein bisschen frischer aufwerten zu lassen und nicht mehr die exakt gleiche Version von den letzten bisherigen 11 bis 12 Staffeln nochmal durchzukauen. Und daher war der Versuch auf jeden Fall doch schon sehr cool und damals, als die Folge rauskam mit der Geburt von ihm, war es schon sehr cool, ihn zu sehen. Das war schon
schon ein sehr großer Epic Moment. Nur im Nachhinein muss man sagen, es war doch alles ein bisschen merkwürdig aufgebaut, aber trotzdem eine sehr coole Folge. Weiter geht es mit, wer hätte gedacht, Staffel 12. Ja, es ist schon so ziemlich die schlechteste Staffel, muss man hier auf jeden Fall schon so sagen. Neben 10, wie erwähnt, die waren alle nicht so gut im Endeffekt. Aber 12 ist schon wirklich ein Sorgenkind. Wir reden hierbei über den Tod, nicht über den Charakter, der einer der coolsten war, der hier schon tot war. Danke Staffel 10. Nein, wir reden über Mr. Crowley, seinen Tod. Ich bin ehrlich zu euch, ich hab's gesehen und ich hab's nicht als tot gesehen. Genau wie bei Cass. Ach Crowley, du bist doch nächste Folge sowieso wieder da. Ach, Crowley ist nicht wieder da. Ja gut, in der übernächsten Folge. Was? Die Staffel ist vorbei und Crowley ist nicht da? Der kommt bestimmt noch. Ja, dreimal dürft ihr raten, er kam nicht wieder. Sein Tod war so lächerlich, er starb einfach nicht mal in unserer Welt. Er starb quasi in der Parallelwelt nebenbei. Er hat sich zwar geopfert, aber das war doch kein würdiger Tod. Ich weiß, Mark Shepard wollte zurückkehren, aber hat es nicht geschafft. Aber unabhängig davon, warum hat man das mit Crowley gemacht? Bei Castiel, okay, der kam halt wieder. Aber warum Crowley nicht? Also, das war so eine nervige Szene. Und von allen Sachen, die wir heute erwähnt haben, ist es der Punkt, wo ich wirklich sage, ja, ich habe auch danach eine Zeit lang aufgehört zu gucken, hat mich auch gestört auf jeden Fall. Ähnlich wie bei 10. Und da gehe ich definitiv absolut mit. Und ja, es ist ehrlich gesagt auch der schlechteste Punkt. Aber zum Schluss noch was von Staffel 15. Dennis, ab dafür. Also definitiv muss ich dir noch kurz zustimmen mit Crowley. Das war ein sehr merkwürdiger Moment. Ich habe auch nicht eine Sekunde daran gedacht, dass er jetzt wirklich gar nicht mehr drankommt. Ich war mir auch hundertprozentig sicher. Spätestens Anfang Staffel 13 ist er auf jeden Fall wieder zurück. Und dann kam er nicht mehr wieder. Und dann rückblickend war es ein sehr, sehr, sehr merkwürdiger Tod. Und irgendwie nicht charaktergerecht. Auf jeden Fall sehr traurig gewesen. Dann kommen wir noch zum Ende. Und zwar auch generell zum Ende der Serie, nämlich Episode 19, der Kampf gegen Gott. Der ganze Kampf war für viele wohl nicht sehr, ja, passend aufgebaut. Das Konzept hat da einfach nicht richtig funktioniert und viele haben dann bei Folge 19 in dem Fall aufgehört. Es kam ja noch eine letzte Folge danach, wobei man rein theoretisch das Ende von Folge 19 auch schon als Ende sehen kann. Das danach war ja nur so ein Zusatzding, bei dem so eine Art zweites Ende noch aufgebaut wurde und im Prinzip konnte man sich eigentlich auch entscheiden, ob man das erste oder das zweite Ende als eigentliches Ende für sich selber sehen möchte. Mal schauen, wie es in Staffel 16 machen werden. Vielleicht werden sie eins dieser beiden Enden nochmal abändern oder vielleicht in dem Fall nicht mehr als offiziell gelten lassen und dann in dem Fall sich für das andere entscheiden. Mal gucken, was denkt ihr? Das sind soweit schon mal die 10 Punkte gewesen. Wenn es weitergehen sollte, werdet ihr es hier auf dem Kanal auf jeden Fall wieder mit erfahren. Und dann bin ich schon mal soweit gespannt, was ihr zu den ganzen Punkten sagt. Da würde ich mal sagen, das nächste wieder scheint, wenn die Frage gestellt wird.